Man könnte ja meinen, dass James-Bond-Fans momentan eine echt schwere Zeit durchstehen. Denn da es MGM momentan, vorsichtig ausgedrückt, nicht besonders gut geht, ist der neue Bond-Film bekanntlich momentan auf Eis. Aber dafür stehen gleich zwei Videospiele an, zum einen Bloodstone auf den HD-Konsolen und zum anderen ein Remake von GoldenEye auf der Wii. Nun, für unsere jüngeren Zuschauer muss ich vielleicht erstmal klar machen, wovon wir hier reden. Wir reden von dem vielleicht besten Lizenztitel aller Zeiten. Von einem Titel, der ein ganzes Genre geformt hat. Der indizierte Bond-Shooter aus dem Jahre 1997 aus dem Hause Rare ist wirklich ein ganz besonderes Spiel und dementsprechend waren wir natürlich heiß darauf, GoldenEye auf der Gamescom einmal anzuzocken. Anzocken selber durften wir leider nur den Multiplayer, den Singleplayer haben wir zwar auch gezeigt bekommen, durften aber leider nicht mitfilmen. Deshalb müsst ihr auch, wenn ich jetzt erstmal vom Singleplayer rede, leider mit Multiplayer-Aufnahmen vorlieb nehmen. Bei Activision haben wir ein Level angespielt, das in Nigeria spielt. Halt, Nigeria? Im Original gab es kein Level, das in Nigeria spielt. Richtig, ursprünglich spielte dieses Level in Kuba. Aber Activision hat sich dafür entschieden, im Spiel einiges ans Jahr 2010 anzupassen. Am offensichtlichsten ist natürlich, dass James Bond jetzt von Daniel Craig verkörpert wird. Und auch andere Charaktere sind nicht mehr wiederzuerkennen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Schwer zu sagen. Sicherlich, der ein oder andere wird den alten Cast vermissen, aber die Modernisierung tut dem Spiel sicherlich auch in vielerlei Hinsicht gut. Das Level begann damit, dass James auf dem Weg in einen geheimen Stützpunkt des MI6 in Nigeria abgeschossen wurde und mit seinem Flugzeug in den tropischen Regenwald von Nigeria gestürzt ist. Der wurde natürlich sofort von feindlichen Soldaten durchkämmt. Nun steht der Spieler vor der Wahl. Er kann entweder vorsichtig durchs Unterholz schleichen und möglichst unentdeckt agieren. Das heißt, er schleicht sich von hinten an die Wachen heran, schaltet sie mit eiligen Handgriffen aus oder verpasst ihnen mit der schallgedämpften Pistole einen Headshot. Falls eine andere Wache das sehen sollte, hat man ca. 5 Sekunden Reaktionszeit, um auch diese Wache auszuschalten. Dieser kurze Zeitraum ist dann so wie in Slow Motion. Darüber hinaus kann man auch feindliche Geschütze hacken, sodass sie die eigenen Leute beballern. Auf der anderen Seite kann man aber auch einfach ganz bewusst und Rambo-mäßig durch den Tropenwald marschieren und alles ausschalten, was einem im Weg steht. Dann rufen die Wachen allerdings natürlich Verstärkung und somit ist es ungefähr gleich schwer. Es ist also wirklich eine Frage des Geschmacks. Wenn ihr so ungeduldig seid wie ich etwa, könnt ihr einfach durchlaufen und alles niederballern. Wenn ihr aber lieber vorsichtig agieren wollt und schlimme und schwere Feuergefechte vermeiden wollt, dann habt ihr auch eine Chance. Darüber hinaus wird es in den verschiedenen Levels wohl auch verschiedene Pfade geben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Klar, das Level ist immer noch recht linear und es gibt nur ein Ziel, aber es gibt euch immerhin so eine kleine Illusion, dass ihr das Ziel auf eure Art und Weise erreicht. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich zum Singleplayer zu sagen habe. Er macht einen guten Eindruck, aber jetzt möchte ich doch lieber über den Multiplayer reden, da wir den ja auch selbst gezockt haben und wir eben dazu auch das passende Material haben. Falls ihr es noch nicht bemerkt haben solltet, obwohl das Video schon über 3 Minuten läuft, wir haben 4 Spieler Splitscreen gezockt. Leider mit Classic Controller. Das ist für Activision wohl die beste Steuerung, denn auf der Gamescom war nur Classic Controller verfügbar. Aber im fertigen Spiel wird man natürlich auch mit Remote plus Nunchuck und auch mit dem GameCube Controller spielen können. Was verdammt cool ist, der Special Edition wird ein goldener Classic Controller Pro beiliegen. Verdammt stylisch. Eine goldene Wii Remote wäre mir allerdings lieber gewesen und es wäre mir auch lieber gewesen, mit Wii Remote zu spielen. Denn per Pointer zu zielen ist für mich gefühlt 20 mal besser als mit einem Analogstick. Aber gut, man muss die Dinge nehmen, wie sie sind. Spaß gemacht hat es nämlich trotzdem. Das Spiel wird neben dem 4-Spieler-Splitscreen natürlich auch einen Online-Modus unterstützen, an dem bis zu 8 Spieler teilnehmen können. Die 10 Maps, die das Spiel bieten wird, werden online auch etwas größer sein als im Splitscreen, da eben die doppelte Anzahl Leute unterwegs ist. Verdammt cool ist, dass viele der klassischen Modis zurückkommen, sowas wie License to Kill, Golden Gun Mode, alles ist wieder da. Und dazu gibt es neue coole Modes wie ein Modus, bei dem man, wenn ich es richtig verstanden habe, in andere Leute rennt und explodiert. Das klingt verdammt spaßig. Ich lege dafür allerdings nicht meine Hand ins Feuer. Vielleicht habe ich da auch einfach nur was falsch verstanden. Verdammt cool wäre es aber.
Nun, so oder so, der Multiplayer wird ein garantierter Hit. Denn bis auf Voice Chat, der leider nicht enthalten sein wird, macht das Spiel auf der Wii so ziemlich alles richtig. Da das Spiel vom selben Publisher wie Modern Warfare kommt, das auf der Wii den besten Online-Modus überhaupt hat, bin ich eigentlich auch ziemlich zuversichtlich, was den Online-Modus angeht. Insgesamt ist mein Eindruck also verdammt positiv. Mann, wie oft habe ich jetzt schon verdammt gesagt? Könnte mal jemand bitte in die Kommentare schreiben, wie oft ich verdammt gesagt habe? Naja, wie dem auch sei, der Eindruck ist ziemlich positiv. Der Splitscreen macht hammermäßig Spaß, der Singleplayer verspricht auch einiges und der Online-Modus wird dank Activision schon hinkommen. Die Präsentation ist für Wii-Verhältnisse auch wirklich gut und es freut mich einfach, dass Activision dieses Spiel wie einen echten Blockbuster behandelt und nicht so nebenbei entwickelt, wie das viele Publisher auf der Wii ja leider machen. Falls ihr mehr Infos zum Spiel haben wollt, schaut auf tendo.de vorbei, lest das schriftliche Preview und schaut euch natürlich das Interview an, das wir auf der Gamescom rund um GoldenEye geführt haben. Die Links findet ihr in der Beschreibung. In diesem Sinne, bis dann, euer Martin. Der dieses Match übrigens gewonnen hat. Ja, Game One. Ich hab gewonnen. Okay, dann machen wir aus.